Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ja, und wir waren das letzte Mal hier bei dem Geist, den haben wir gefunden, den wir jetzt überzeugen müssen, dass wir in derselben Schlacht gedient haben. Wenn wir das können, dann überlässt er uns den Gegenstand freiwillig. Ansonsten, wenn wir das verpatzen, dann wird er. Ja, dann müssen wir gegen kämpfen quasi. Also fangen wir mal an. Dort habe ich gedient. Du erinnerst dich nicht an mich, aber ich mich an dich. Kenne ich nicht. Ich habe beim Grauen Fähnlein gedient. Gelogen. Unter der Standarte des Grauen Fähnleins habe ich bei Brenner und Wergen gefochten. Schlacht vor Brenner. Alle Nordlinge gemeinsam gegen die Schwarzen. Die Redachter im rechten Flügel, kommandiert von der Reuter. Temerien im linken Flügel unter Nathalies Befehl. Das war ein Anblick, nicht wahr? Oh ja, dann hätten wir es verpatzt. Ich entsinne mich nicht. Kämpf. Ich komme wieder. Nee, du verwechselst da was. Die Redanier haben in der linken Flanke gekämpft. Die Temerier in der Mitte. Stimmt. Vielleicht sagst du ja die Wahrheit. Überzeug dich. Sag mal, du musst es ja wissen. Wer hat bei Brenner die Nilfgaarder befehligt? Das war... Meno, der hier Meno in der Mitte. Kohlhorn. Jetzt glaube ich dir allmählich. Aber der ist schon tot. Meno Kohlhorn. Ein Prachtexemplar von einem nilfgaardischen Hundesohn. Aber ein großer Anführer. Der wird die Nordlinge noch oft bluten lassen. Nicht wahr? Der Tod hat deinem Gedächtnis geschadet. Kohlhorn ist tot. Er fiel bei Brenner. Aufmerksam. Lässt dich nicht aufs Glatteis führen. Bin ja auch vom Grauen Fähnlein. Kann sein, dass du bei Brenner warst. Ist schon eine Weile her, ich könnte dich vergessen haben. Aber Wergen, das ist was anderes. Für dein Gedächtnis kann ich nichts. Wahrhaftig, mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste, seit ich tot bin. Ich sage es ungern, aber ich habe sogar vergessen, wer die Armeen vor Wergen kommandiert hat. Dabei war es doch der wichtigste Tag meines Lebens. Mein letzter. Sei doch so gut und hilf meiner Erinnerung auf die Sprünge. Ja, und das habe ich beim letzten Mal verpatzt und habe, glaube ich, dieses hier genommen. Ist aber das erste. Seldkirk führte Edirns Armee an, Vandergrift die unsere. Gut, das weiß nicht jeder. Einige meinen doch tatsächlich, die Armeen wären von Königen angeführt worden oder von Zauberern. Und, glaubst du mir nun? Sag mir erstmal, wie du das Massaker vor Bergen überlebt haben willst. Ja, nimm auch mal das erste. Die meisten Grauen fielen. Wer überlebte, ging nach Süden. Doch ein Feuer schnitt uns den Weg ab und wir fielen Biggerhorn in die Hände. Dieser feige Dreckskerl ist mir ein Begriff. Gut, du hast tatsächlich beim Grauen Fähnlein gedient. Kannst du mir die Standarte geben? Verrätst du mir, was dir daran liegt? Ich kann damit den Fluch aufheben. Flüche kümmern mich nicht. Dieser sollte dich aber kümmern. Er hält Hensels Armee auf. Das Einhorn ist zurück. Steht vor den Toren Wergens und könnte das Graue Fähnlein rächen. Mit deiner Hilfe. Die Standarte ist im Sarkophag. Dort findest du auch das Schwert vom Oberst Gondor. Vielleicht kannst du es gebrauchen. Danke. Wo hast du dein Pferd gelassen? Hier gibt es überhaupt keine Pferde. Stimmt. Wie schön wäre es, mit einem Kameraden von Brennerheim zu zischen. Aber als Geist steht es schlecht damit. Ach, das geht mir im Tod noch am meisten ab. Ich habe sie noch nicht einmal losgelassen, als ich tot war. Pass bloß gut auf sie auf. Ja. So, die haben wir. Und ein Schwert haben wir noch bekommen. Jetzt muss ich mal gucken. Schwert. Schwert des Grauen Fähnleins. Bis 33. Vergleichen. Meins geht bloß bis 29. Ist besser, hat sogar 3 Slots. Ah, ich glaube, was kann ich denn da rein tun? Oh, einiges kann ich da rein tun.
Ne, Moment, eine Rune nur. Dann müssen wir uns noch gucken, dass wir noch eine Rune kaufen können. Aber die machen wir jetzt schon mal rein. Ausgerüstet haben wir es auch gleich. Genau. Okay, das macht, glaube ich, jetzt schon mehr Schaden. Ja. So, also heißt es jetzt Runen kaufen. Hatten wir ein Level Up? Kann das sein? Ne, hatten wir nicht. Okay. So, dann bin ich hier fertig. Wo ging es jetzt nochmal raus? Hier Treppe hoch. Da hätte ich ja gar nicht die ganzen Leichen durchsuchen brauchen. Naja, ist egal. Haben wir ein bisschen was gekriegt von denen. Oh, hier ist ein Buff. Mehr Schutz. So, jetzt müssen wir wieder zu Philippa. Genau, wir brauchten ja nur zwei Artefakte. Und sie sagte ja, dass sie die letzten beiden dann selber besorgen will. So, wo ging das jetzt hier nochmal zurück? Hier irgendwo, ne? So, ja, dann können wir eigentlich schon die Schlacht den Nebel vertreiben. Mal sehen. Ja, man weiß echt nicht, ich weiß echt immer nicht, was ich hier erzählen soll bei den Laufwegen. Ich kann nur sagen, dass der weitere Verlauf des Spiels noch richtig, richtig interessant wird. So. Jetzt müssen wir hier den ganzen Weg wieder zurück. Durch die Elfen. Ja, Saskia traut die Frau nicht, die da gerade geredet hat. Aber Jorbit traut sie. Wie seltsam. So, Moment mal, kann ich bei dem vielleicht hier Huhn kaufen? Kaufen. Der hat da sogar oben was. Ne, das war ja für Kleidung. Ach, der hat nur, die haben wir ja voll. Oder waren die hier unten drinne? Ne. Oder Moment mal. Ist das Fräulein auf Jungfrau? Konnte ich nicht. Ist ihre Familie vermögend? Gucken wir mal eben. Könnten wir uns übrigens noch. Ne, Bomben, da fehlt uns irgendwas. Da auch. Bei wem konnte ich bei dem das kaufen? Ich hätte gern ein paar. Ah ja, bei denen konnte ich. Oh, sind die sauteuer. Mein Gott. Kann ich mir keine einzige leisten. Das ist natürlich blöd.
Schicksalsschwert. Ne, das kann ich verkaufen. Und das ist unser altes Schwert. Kann ich auch verkaufen. Aber man kriegt ja kaum was dafür. Das ist echt blöd. Jetzt haben wir nur diese Dinger hier. Naja, vielleicht finden wir ja noch eine Rune. Und hier dieses, warte mal. Fällt mir gerade ein. Bei dem war das doch gewesen, wo wir kein Schwert kaufen konnten, ne? 33, 34. Ja, das 34er. Ich meine, wir haben zwar nicht so viel Geld mit. Aber das macht, glaube ich, jetzt mehr Schaden. Ja, das würde mehr Schaden machen. Kaufen. Ne, geht immer noch nicht. Kann ich hier drücken, was ich will? Naja, ich weiß nicht warum. Falls es einer weiß, warum ich bei dem hier die Waffen nicht kaufen kann, dann kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Oder ob das nur ein Bug ist und ja, keine Ahnung. Hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. War hier nicht auch noch ein Schmied irgendwo? Hier, er hier. Hat Schau dir vielleicht... meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwerter. Herstellen. Oder hatte ich nicht mal so eine Rune gekauft zum Herstellen? So ein Dings. Ah ja, bei ihm sind sie natürlich viel billiger. Das ist natürlich schon gut. So, dann kommt natürlich noch eine Rune des Feuers rein. Da machen wir Feuerschaden. Mond haben wir schon drin. Und dann würde ich sagen... 7%? Ja, hier 7% Schaden. Nochmal. Nehmen wir die auch. Das ist ja super. Das ist super. Jetzt können wir nämlich unser Schwert weiter aufwerten. So, einmal des Feuers rein. Und einmal dieses hier rein. So, und jetzt macht es 37 und hat hier noch einen Haufen Resistenzen und Block und Blut. Super. Und Feuerschaden macht es, glaube ich, jetzt auch. Ein Elf ist ein Elf, ein Zwerg ist ein Zwerg und aus einem Schurken wird nie ein Soldat. So, wir wollten aber zu Philippa. So, Philippa. Oh, da habe ich noch ein bisschen Geld geklaut. Moment mal, wenn ich hier Geld klauen konnte, kann ich doch hier bestimmt auch noch überall ein bisschen was einsacken, oder? Da ist die Tür. Ah, das hatten wir schon. Hier ist noch was. Okay, das reicht. Willst du über etwas reden? Ich habe die Aufzeichnung eines Forschers über die wilde Jagd gefunden. Oh ja, das würde mich mal interessieren jetzt. Es gibt Hinweise darauf, dass hinter der wilden Jagd eine bemerkenswerte Macht steht. Das muss doch für Zauberer von Interesse sein. Für Normalsterbliche ist immer alles verdächtig, was unverständlich wirkt. Es muss sich natürlich um ein Komplott von Zauberern handeln. Ich bin kein Normalsterblicher. Und ich habe diese Unterlagen gefunden. Sie stammen von einem Forscher, der sein Leben lang... Sein Leben lang was? Na gut. Ich bin bereit, den Fluch zu brechen. Ich habe alle Artefakte. Dann ans Werk, Hexer. Ich brauche deine Hilfe, um die richtigen Geister zu finden. Sie finden dich. Die Aura der Artefakte zieht sie an. Lass sie denken, reden und handeln. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Noch eins, Geralt. Ich habe das Schlachtfeld geprüft und den Geist des Besuchers gefunden. Er ist nicht wie die anderen. Er hat sich verwandelt. In einen Draug. Das war zu erwarten. Viel Glück, Hexer. Nimm an der Schlacht im Geisternebel teil.
Ja, aber vorher gucke ich jetzt mal, was wir sonst noch so an Missionen haben. Boah, da ist ja jede Menge noch. Warte den Verlauf ab. Sprich mit dem verdächtigen Bauern. Ich weiß ja immer noch nicht, wo der ist. Wird mir ja nicht angezeigt. Die hatten ihn auf Schritt und Tritt und hielten. Sie warten nur darauf, dass der Diener sich verriet. Ja, hier muss ich abwarten. Harpien fallen, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, da habe ich gar nicht gefunden, die Typen. Da soll ich abwarten. Ja, das weiß ich jetzt nicht mit den Aufzeichnungen. Ich habe zwar hier gelesen, irgendwas mit einem Brunnen, aber ich habe bis jetzt noch keinen Brunnen gesehen. Könnt ihr mir alles mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, man muss das Spiel doch wirklich öfters mal durchspielen. Was zu allen entschlossen, er merkte, welch enorme Bedeutung die Suche nach der Frau für ihn hat, die auf der Malus-Insel entführt worden war. Malus-Insel. Ja, und hier steht ja auch, besuche Dings später. Den könnten wir vielleicht nochmal besuchen. Vielleicht vorher nochmal alle Federn rausholen, die wir haben. Das wäre doch... Ich will erst mal gucken, ob die hier angezeigt wird. Nee, gar nichts. Da weiß ich dann auch nicht, was ich machen soll. Oder hätte ich vielleicht hier erst aus dem Haus gehen sollen. Das kann natürlich auch sein. Später ist ja jetzt eigentlich, ne? Wir gehen mal zurück. Holen uns mal alle Federn, die wir haben. Oder der Bauer, der wird... Ich gehe gleich nochmal was nachprüfen. Wegen dem einen damit... Wegen der Vergiftung da von Saskia. Da oben standen doch nämlich ein Haufen Elfen rum, ne? Die da was bewacht haben. Noch einer. So. Womit kann ich dienen? Ach nee, ich wollte ja... Womit kann ich dienen? Ich wollte ja aufs Lager zugreifen. So. Und zwar brauche ich meine Federn. Das waren ja ziemlich viele. Halt, da waren sie. Harpienfedern. Mal mit. So. So, jetzt prüfe ich mal kurz hier oben, wenn ich hier geradeaus hochgehe. Da sah das doch so aus, das sind doch ein Haufen Elfen, ne? Kann das sein? Hier sind zum Beispiel Elfen. Kann ich auch rein? Ist der hier? Oder ist hier jemand anders? Ach, Saskia ist hier. Nee, zu Saskia wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich zu denen, der Saskia vergiftet hat. Okay. Dann war es das hier nicht. So. Hier sind da auch noch mal welche, die was bewachen, ne? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Wo bin ich denn jetzt?
Quatsch, ich bin ja auch ganz falsch. Hm. Ich wollte ja auch eins weiter. Spar dir den Spruch, Alter. Wie seltsam. Immer dasselbe mit dem. So. Hier hinten meinte ich. Da sind doch auch ein Haufen Elfen. Da will ich jetzt mal gucken, ob die den bewachen. Alles in Ordnung? Könnte das sein, dass der hier drin ist. So, aber leider ist hier gar keiner. Hm. Naja, dann gehen wir nochmal zu dem mit den Federn. Könnten wir ja mal schreiben, ungefähr so, wo der, in welcher Hütte der... Waren hier auch noch mehr Elfen hier um die Ecke? Hier, ach, hier waren noch mehr. Da oben stand ein Zwerg. Aber hier ist doch zugenagelt, hier kommen wir doch gar nicht rein. Sei gegrüßt. Der sagt nichts weiter, der Zwerg da oben. Und hier war ja schon... das Kind und hier oben war ja schon Jorvid seine Hütte. Vielleicht hier hinten irgendwo? Ach ne, hier geht's bloß wieder runter. Na gut. Ich gebe auf. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Oho, der Hexer. Ja, ja. So, wenn das mit den Federn jetzt auch nicht gehen sollte und da immer noch steht, dass ich später oder so, ich meine, dann mache ich das jetzt mit dem Schlachtfeld. Ja, Schwerter haben wir jetzt gute. Ich glaube, das für Menschen und so, das Schwert ist sogar noch besser wie das Silberschwert. So. Dann erstmal hier hoch. Jetzt hier geradeaus. Da ist ja schon die Hütte. So, brauchst du jetzt noch welche? Ja, schön bist du. Wie sieht der denn aus? Meine Königin, meine Liebste, du siehst hinreißend aus. Alle im Nest beneiden dich. Ich brauche diese Feder nicht. Nimm du sie. Nimm doch die Feder. Ich kann sie entbehren. Danke. Aber ich brauche sie auch nicht. Du meinst, der Sammler braucht sie nicht? Ja, ja. Eben der. Möchte wissen, wozu er so viele Federn braucht. Vielleicht hatte er so viel Platz in seinem Sammelalbum. Und das ist wichtig? Ja, und wie? Sei's drum. Ist eh nicht mein Metier, das Sammeln. Recht heiß für die Jahreszeit. Ja, wirklich. Gar nicht so kalt wie sonst. Das sind bestimmt diese Magier. Die mit ihren Experimenten. Fingern an der Welt rum und niemand weiß, was dabei rauskommt. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Oh je, ja, was anderes können wir ja gar nicht fragen. Nimm doch die Feder. Ich kann sie entbehren. Danke, aber ich brauche sie auch nicht. Du meinst, der Sammler braucht sie nicht? Ja, ja. Ah, das hatten wir schon. Vielleicht hatte... Und das ist... Ja. Sei es drum. So, ist die Quest jetzt damit abgeschlossen? Ja, die ist sogar abgeschlossen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde den jetzt hier meine ganzen Federn hinpacken. Weil ich die nicht brauche.
Hat er mir jetzt gerade die Nase gegeben? Also dieser seine ja tatsächlich. Aber ich glaube, uns ist es immer noch besser. Vitalität 1. Naja, ich mache aber 6 Schaden mehr. Nee, dann bleiben wir bei unseren. Okay. So, da liegen die Federn. Kannst du dich noch mehr schmücken, wenn du willst. Als Gockel oder, ja. Als Hahn hat er sich verkleidet, sollte das wohl sein. Naja. Jeder hat so seine kleinen Geheimnisse, wollte ich sagen. Jetzt muss ich aber mal gucken, hier die, nein, hier, mache ich denn? Genau, ewige Schlacht, so. Was ist denn eigentlich die Harpien? Die haben wir doch eigentlich gemacht. Moment mal. Harpien fallen, ja, naja gut. So. Einen Schnitt muss ich auch schon wieder machen. Machen wir mal hier vorne an dem Lagerfeuer. So, genau. Dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Witcher 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen.